Hallo und willkommen zu einer Minecraft Apollo. Und Leute, mögt ihr nicht auch einfach hier auf so einer Bank zu sitzen und einfach hier auf das Wasser zu starren und einfach hier warten, bis Fische kommen? Aber es gibt keine Fische, weil Fische hier am Tower nicht, keine Ahnung, Leute. Fische können nicht durch die Leitung durch den Tower schwimmen, ja? Genau. Und willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo, wie gesagt. Jo, Mai. Und hier ist nämlich der Spielplatz von Goldie. Vorige Folge unbedingt rechts oben bei ihr ausstecken. Da habe ich, hab ich den auch gezeigt. Und nee, das war vor zwei Folgen. Vorige Folge waren wir nämlich bei Tobes und haben einfach, haben wir einfach alle Chunks von Tobes, geclaimed. Und genau. Nämlich habe ich was sehr Cooles für euch und hier fehlt mir ein Block. Wie ihr schon gesehen habt, da Franz, das ist nämlich mein Manager, wer es nicht weiß. Vor mehreren Folgen, glaube vor zwei, drei Folgen, vier Folgen, ich weiß nicht, haben wir den nämlich hierher geholt, habe ich ein kleines Büro für den gebaut. Und ihr habt in die Kommentare abgestimmt, wie ich den nennen soll, ja? Und richtig viele haben geschrieben, Franz, also hier ist jetzt mein Franz, der Manager, also mein Manager von, wer ist meine Firma? Ihr könnt mal, ihr könnt mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie meine Firma hier heißen soll. Genau, so. Nämlich ist heute das versprochene Case-Opening, yo, mei, Leute. So, das ultimative Case. Hallo? Hey, wer ist das? Ein Pferd? Hä? Hallo, bist du ein menschlicher Rüstungsständer? Alles klar. Warte mal, ist das... Bilde ich mir das gerade ein, oder? Alles klar. Ist das ein Pferd? Hallo, Pferd? Hey, alles klar. Okay, geht ja mal rein. Okay, alles klar. Okay, ich glaube, ich würde jetzt auch sagen, dann fangen wir jetzt mal mit dem Case-Opening an. Mit dem Case-Opening, yo, mei. Und ich habe jetzt sehr viele Totems, ja? Und jetzt so das Ding, ja? Also die Frage, wenn ich süchtig werde, Leute, was mache ich nachher, ja? Oh, hier, lol, warte mal, ist er gerade da vorne reingegangen und da unten wieder rausgekommen? Alles klar. Okay, fangen wir mit dem ersten an hier. Ich glaube, ich würde zuerst mal die Totems machen. Titan Case. Was krieg ich? Oh, Barbaric, oh mein Gott, Leute, Damage, Barbaric Slash, oh mein Gott, okay, warte mal, der ist legendär. Okay, unbreakable, okay. LOL, plus 10% Dick Speed. Okay, der baut relativ nicht an. Plus 10% Attack Damage. 11 Attack Damage kann ich irgendwo, verkaufen oder so. LOL, Legendary Quality, Legendary, viel Glück habe ich. Alles klar, Leute. Okay, ich gebe mal. Ich glaube, der geht irgendwie. Ja, was macht der? Hey, ist er nicht gerade da vorne und kommt da wieder? Alles klar, okay, Leute. Nehme ich aber die ganzen Totems. Ich weiß nicht, sollen wir die Totems zuerst machen oder zuerst? Ich glaube, ich mache erstmal die ganzen Boxen. Diamantbox. Jetzt komme ich. Oh, Mending. Dings Helmet. Also, und eine Chestplate. Alles klar. Nochmal, wenn das funktioniert, dann bin ich gut, okay? Ich kann jetzt eigentlich machen, oder? Wie heißt der? Silvester Rakete Hoodie. So, kann ich jetzt eigentlich machen, wenn das funktionieren würde. Silvester Rakete Hoodie. Es funktioniert nicht. Bro, okay, Leute. Leute. Nice, okay. Wo gehen wir das Ding hier rein? Wir könnten eigentlich, warte mal, wir brauchen irgendeine Chest, wo ich die ganze Rüstung reingebe eigentlich, oder? Ah, genau, hier haben wir eh nicht so eine Chest. Kann ich so ein kleines Ding machen? Und hier, lol, haben wir es jetzt einfach enchanted, okay. Und ein Schwert haben wir auch noch bekommen, nice, okay. Also eine Chest, nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Okay, nächste Chest hier. Was kommen wir? Prismarinschatz und Gold. Nächste Chest. Smite 3, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und Slimebälle. Ich weiß nicht, wo ich Slimebälle hin tun soll direkt. Mob Drops, denke ich. Doch, ich glaube, Mob Drops passt. Ja, ich habe eh schon Slimebälle drinnen. Und da lege ich mich auch hier dazu einfach. Einfach so, jo, mein Sir. Okay, nächste Box. Hammer Greatsword. Bitte Hammer Greatsword. Oh, Giants Greatsword. Okay, nicht schlecht, Leute. 13 Attack Damage. Es ist broken. Dude, Leute, wäre das Legendary gewesen? Locker 16 Damage. Locker, Leute. Repaired with Cobblestone. Oh mein Gott, wie groß das ist. Okay, Leute. Es ist gut, ja, aber nicht besser als mein Schwert, ja. Ich hoffe, dass wir heute noch irgendwie Items kriegen, was besser als mein Schwert ist. Goldbox. Fort. Oh, Glück 3. Nicht schlecht, nicht schlecht. Glück 3. Okay, bis zu meinen Spitzhacken dazu. Goldbox, Goldbox. Flamezeit, Leute. Ich glaube, ich habe einfach gerade richtig Glück, oder? Kann das sein? Ich glaube nicht, dass das einfach random ist. Okay, Goldbox, Goldbox. Okay, Gold. Ja, Leute, ich ist einfach richtig viel Luck, was ich gerade habe. Leute, ich habe Luck im Strömen, das gibt's ja nicht. Golden Case, Leute. Mona, hi. Oh nein, oh lol.
Jewels Encrusted Titan, lol, was? Alles klar, Short. Auch nur 10 Attack Damage, aber ist auch richtig gut eigentlich. Lol, okay, warte mal, so. Okay, fast so wie das eigentlich. Ich habe richtig viel Glück, aber Glück im Unglück. Ich bekomme gute Sachen, aber aus den guten Sachen bekomme ich die schlechteste Qualität. Okay, Spitzhacken, Spitzhacke, Spitzhacke. Longbow. Wie viel Damage macht der? Lemonka. Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Doch, der ist safe besser als Dings, oder? Longbow. Oh mein Gott, okay, Leute. Das ist mein neuer Bogen. Leute. Okay, Longbow. Das ist so. Machen wir auch Longbow. Und der Dame ist wieder da, alles klar. Lemonka. Ich nenne ihn so Lemonka, so. Ja, Dummy. Geh lieber einfach wieder rein, so. Alles klar. Ich glaube, das ist irgendwie eine Statue, die sich bewegt oder so. Keine Ahnung. Okay, Endbox. Oh, lol. Ich habe gleich beide geöffnet. Aber ich komme irgendwie random Loot oder so. Okay. Ich glaube, ich gebe es einfach wieder bei Mob-Drops rein. In der Perle. Da. Keine Ahnung. Doch, Karotten ist, glaube ich, Essbar-Dings. Globestone. Keine Ahnung, wo ich Globestone hingebe. Netherwarzen. Blaze Rods. Ich glaube, es gibt es alles mal hier rein. Und Prop Kokoros Frucht. So, und Gast hier. So, die ganzen Dings. Ich muss unbedingt in demnächst auch in Nether gehen. Worldbox. Oh, Yardstick. Repair Quality Sharp. Plus 10 Ding. Was ist ein Yardstick? Glaubt ihr, das Boxding weg? Alles klar, Yardstick. Keine Ahnung, was das ist. Ein Yard? Ist nicht irgendwie Yard oder so auf amerikanisch oder so? Irgend so ein Kilometer oder so? Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben? Bottle of Fairy. Das habe ich auch schon mal gehabt. Das habe ich Dings sogar geschenkt, glaube ich. Was habe ich sogar? Habe ich auch noch ein paar Bottles. Habe ich Zeus, glaube ich, irgendwann mal geschenkt hier. So. Und so. Hier zwei von denen. Genau. Okay. Ich glaube, wir sind bald mit den Boxen hier durch. Iron Box. Eisen. Ich glaube, da kommen nur Eisensachen. Kartoffel. Okay, ich gebe jetzt mal alles hier rein. Hier Kartoffel. Eine goldene haben wir eh schon gehabt, hier so eine goldene Dings. Und ein Schwert. Ich glaube, ich muss ja mal ein bisschen mehr, weil ich bekomme. Ich glaube, wir bekommen heute noch mehr Schwerte hier. Okay. Leute, ihr seht gleich bei den Totems, keine Angst. Okay. Oh, Tower Shield can be used as a weapon. Repair gold. Lol, Gold long. Oh mein Gott. Warte mal, ich das so benutzen. So. Oh mein Gott, Leute, wie cool. Einfach ein Tower Shield. Warte, kann ich das auch in. Dings Frame geben. Warte mal. War das unten? Nee, oben waren die Dings, gell? Warte, ich muss hier schnell hoch. Oben waren eigentlich die Dings hier. Da kann ich das einen Dings geben. Einen Rüstungsständer. Geht das? Doch, ich kann sie geben. Okay, der kann aber nur eine Sache halten. Okay. Oh, nein, jetzt habe ich die Rüstungschains changed. So. Jetzt brauche ich nur ein Schwert. Jetzt habe ich gerade. So, nice, okay. Ja, dann lass aber das Schwert hier lieber bei mir unten. Genau, 5. Und so. Okay, Leute, jetzt kommen die Totems gleich. Also, seid gespannt. Ich habe genau 44 Level. So, bam. Und so. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch einen Chunk zum Claimen von Folge. Den claime ich nachher. Oder, nee, ich claime gleich, sonst vergesse ich noch. Genau, so. Nämlich haben wir jetzt noch 2 Schwertboxen. Oh, wo wir auch noch was richtig Gutes rauskriegen können. Nachher kommen die Dings, okay? Machen wir schnell auf. Oh, Moonstone Sword. Ich glaube, das haben wir schon. Und? Oh, lol. Ich habe 2 Moonstone bekommen. Lol. Zufall? Ich denke nicht. Alles klar, okay. Leute, jetzt kommt das Beste vom Besten vom heutigen Video, glaube ich. Fish Case. This box smells fishy. Razorfish. Oh, lol. 110 Herzen Schaden, wenn ich das esse. 10 Herzen Schaden. 10 Herzen bekomme ich, wenn ich das esse. Lol, okay, alles klar. Geil. Okay. Nächstes, glaube ich, nehme gleich alles raus. Okay, und ich habe gesagt, die können Seeds droppen oder manchmal auch nichts. Oh, Saphir, Leute. Nice, ein Saphir. Alles klar, okay. Froster Totem. Habe ich von meinen Dings bekommen? Okay, ist ein Totem. Leute. Betet, dass ich was Gutes bekomme. Oh, nein, ist ein Seed, okay. Leute, wir haben noch genug, okay. Nächster Totem. Ah, wieder nur Seeds, Leute. Ah, ich habe echt Angst. Bitte. Oh, ich muss kommen. Lotto Banner. Okay, immerhin ein Banner. Wo häng ich den hin? Ist noch irgendwo Platz? Ich häng auch mal hier hin. Lotto Banner, alles klar. Nächster. Warte. Oh nein, ich kann nicht switchen. So. Nein, okay, schon wieder nichts. Okay, jetzt kommt Flaming Ward Pulsator. Ich nehme mal Flaming. Flaming Fairy Totem. Bitte. War schon wieder ein Lotto Mann. Leute, ich brauche was Gutes.
Leute, die können so gute Schwerter droppen. Ich glaube, da hat Flo auch das gute Schwert von ihnen her. Nein! Komm, ich will es nicht so schnell machen. Ah, okay. Vielleicht, wenn ich rausgehe, ist irgendwas besser. Sound Cannon. Ich glaube, da kann man jetzt Kanonen oder so rauskriegen. Nein, Leute! Oh nein, oh nein, es wird immer weniger. Bitte sei das Glück mit dir, mit mir. Zwei Sender mich aus. Bitte sei das Glück mit mir. Oh mein Gott, okay, ich habe immerhin etwas bekommen, ja? Okay, wieder so ein Seeds. Leute, ich will was Gutes bekommen. Leute, betet, betet, Leute. Ich will was Gutes bekommen. Warte. Ich habe schon wieder einen Banner bekommen, Leute. Bam, bam. Leute, ich bekomme noch nichts. Das gibt's ja nicht, okay. Pulsator. Leute, das gibt's nicht. Warte, so. 3, 2, 1. Leute, das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, wir haben noch 3 Totems. Das sind die allerletzten 3. Leute, ich hab... Wisst ihr was, Leute? Totems ist der größte Scam überhaupt. Aber ich will wieder Totems, ja? Ja, ich bin nicht... Nein, ich bin nicht süchtig. Nein, ich bin gar nicht süchtig. Leute, ich will mehr Totems. Leute, wie bekomme ich mehr Totems? Okay, sagt mir das. Ich glaube nur durch Quests, oder? Okay, ist noch ein Dings hier. Ich kann es mal bei... Kann ich es überhaupt abbauen wieder? Doch, kann ich. Okay, ich gehe mal zu Dings im Schaf wieder rein und platziere es mal hier. Aber Leute, Totems sind der größte Scam, Leute. Ich weiß nicht, wie Flo da irgendein Schwert rausbekommen habt, laut euch. Leute, wie viel Prozent Chance, wisst ihr das? Wie viel Prozent Chance hat man, dass man hier irgendwas überhaupt rausbekommt, Leute? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich so 0,00001 oder so. Alles klar, okay. So. Und so. Genau. Nehme ich mal jetzt zum Dings rüber schauen. Whoops. Was ist jetzt passiert? Leute. Oh nein. Minecraft gecrashed. Alles klar. Da ist anscheinend gerade irgendwie der Server abgestürzt oder so. Alles klar. Okay, aber jetzt sind wir auch wieder da hier, okay? Genau. Was ich machen wollte ist, genau. Ich wollte jetzt eigentlich die 15 Diamanten nehmen und die 5 Saphire. Wollte eigentlich zum Wissenschaftler, weil der hat auch irgendwas unten gesagt. Aber davor wollte ich noch schauen hier, ob ich noch ein paar Quests hier habe. Hier ist ein Rufzeichen. Genau, Ritter nämlich. Habe ich nicht Ritter jetzt fertig? Claim, genau. Jetzt haben wir nicht in der Mine letzte Folge fertig gemacht. So. Ich glaube, ich mache die gleich auch wieder. Komme ich? Oh, Black Iron. Black Iron Raid. 7 Herzen Schaden macht das. Egal. Das ist nicht so gut, denke ich. Also, ich lasse mal hier drinnen. Jo, mein Hauptsache, das Schild geht hier einfach außen herum. Alles klar, okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 1500 Chunks. 1500 Chunks. Wir haben 1500 Money hier. Also ich glaube, ich kaufe mal für 500 oder so Chunks. Weil ich wollte doch ein bisschen vergrößern hier. Und, aber lol, alles klar. Der hat hier Folge nämlich eingekauft hier bei mir. Und habe ich irgendwas Neues? Habe ich irgendwie Mail? Nee, ich habe keine Mail hier. Hat auch keiner geantwortet. Alles klar, okay. Hier ist wieder ein Klon vom Manfred. Nicht von Manfred. Hier ist der von Fritz hier. Okay, die 100 Steine, glaube ich, behalte ich mir. Ich glaube, ich mach mal die. Ich muss die 5er Steine wegbringen hier. Okay, das heißt, wir haben einen Chunk. Und warte mal, einen Chunk haben wir schon gegeben. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 Chunks haben wir. Ich brauche nämlich noch ein paar, weil ich habe eine Idee. 10, 11, 12. Okay, Leute, ich mag genau einen Chunk über Flo sein, okay? 11, 12, nehmen wir mal 12, 13, 14, 15, 16, glaube ich, habe ich. 17, okay. Ich glaube 17 oder 18. Ich mache mal 17, ich mache mal 17. Okay, Leute, ich habe jetzt einfach, ich habe die meisten Chunks überhaupt, Leute. Und darum sind aber nur 87 Chunks. Und der Easy ist er sogar. Und Easy ist ja, hat ja eigentlich, ist eigentlich dafür bekannt, dass sie die wenigsten Chunks hat. Aber ich habe jetzt 17 Chunks, glaube ich. 17, 17, 16, 17, 17, glaube ich, habe ich. Jetzt 17 Chunks, jo, mei. So, das heißt, 17 Chunk-Aridinos. So, das heißt, ich wollte nämlich was richtig Cooles machen. Und der laggt schon wieder, warum laggt hier? Ich spawne, glaube ich, richtig viel, komische Vieh, ja. Genau, ich wollte nämlich machen, so. 16 Chunks, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ich schau mal, 11. Ich will irgendwie das Dorf da drüben claimen, mehr oder weniger, denke ich. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. 12, okay. 12, warte, ich muss hier kurz rüberfliegen. Hier sind Schafe und alles. Ich kann unbedingt demnächst auch nochmal eine Farm oder so bauen. Okay, 12.
12, 12, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. Nehmen wir mal. 17, okay. So, jetzt haben wir die Dings, der Flo hat, und mich immer, hat immer noch reingeclaimed. Ich will mich nicht irgendwann zu Tobs drüber claimen, ja? So, so wie Flo es irgendwie bis zum Spawn gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob es denn überhaupt irgendwas bringt hier. So bis zum Spawn, warte, ich muss ein bisschen weiter nach drüben fliegen. So, aber ich habe jetzt schon relativ viel Chunks. Ich habe jetzt 148 Chunks, das ist eigentlich unglaublich hier. Ich habe schon mega, mega viel. Okay, so. Okay, jetzt ist die Frage, wie viele Chunks habe ich insgesamt? Ich habe, 148, glaube ich, und, okay. Hier ist Tobs Job. Ich glaube, ich claim mal lieber nicht seinen Job, weil sonst, sein Job hier, sonst regt er sich auf. Genau. Ich wollte jetzt zum Wissenschaftler rüberschauen, jo, mei, zum wissigen Schaftler. Alles klar. Der hat vorige Folge gesagt, ja, nicht vor drei Folgen oder so, könnt ihr auch rechts mit dem i auschecken. Hat er gesagt, ich soll 15 Diamanten und 5 Saphire mitnehmen, um seine Maschine zu aktivieren. Jetzt bin ich echt neugierig, weil wenn jetzt noch irgendwas passiert oder so, und jetzt noch irgendwie ich ins Jenseits, wie er gesagt hat, komm, da bin ich echt gespannt, okay. Ist noch die Falle, muss ich auch noch beseitigen von Flo. Okay. Werter Wissenschaftler Redino und Leute, ich glaube, die Mauer haben sie wieder upgraded, oder? Ich denke schon. Die Mauer, oder? Schau mal, das rechts unbedingt rechts unten bei mir aus. Check mal unbedingt rechts unten bei mir die Folge mit Wissenschaftler aus. Ich glaube, die haben die Mauer höher gebaut, oder? Wenn ich mich nicht irre. Was machst du hier? Okay, alles klar. Jetzt schaue ich mal zum Wissenschaftler hier rein, zum Wissenschaftler hier. Doch, Tatsache, die Maus gebaut. Okay. Hallo Wissenschaftler. Hallo, war das? Klopf. Hallo. Ich glaube, das ist wieder drinnen. Hi. Hallo Wissenschaftler. Ach, du bist es nur. Ja, ich bin es nur, okay. Ich dachte, das ist schon wieder eines der komischen zweibeinigen Tiere gewesen. Alles klar, okay. Ja, einer der zweite beinigen Tiere. Ich glaube, der meint hier solche. Ist hier irgendwo draußen so ein Teil? Irgend so ein Dings. So ein, wie seht ihr, die Club, die ganze Club machen. Um die Maschine anzuschalten, brauche ich 7 Saphire und 15 Diamanten. Da die Maschine sonst nur bis zur Atmosphäre reicht. Du hast letzte Folge eigentlich gesagt, letzte Folge, wie ich hier war, 5 Saphire und 15 Diamanten. Alles klar. Aber ich habe die Diamanten immerhin schon, aber die Saphire noch. Ich brauche noch 2 Saphire, okay. Oder hier ist doch ausgebaut, oder was? Oh, lol. Lol, Start? Okay, alles klar. Was ist hier die Maschine? Okay, ich geh mal lieber nicht rein. Okay, ich drück mal lieber nicht. Lol, der wird einfach wirklich so eine Maschine. Lol, okay, alles klar. Hier leuchtet alles drinnen. Okay, ich hab der Saphire und die Diamanten hier. So. Dann lege diese einstweil in die Kiste. Okay, dann lege ich mal die Diamanten hier rein. Die Saphire behalte ich mir nochmal. Also, weil du so gesagt hast. Okay. Das heißt, okay, wenn du diese 5 Saphire hast, also 7 meint er wahrscheinlich, wenn du diese 7 Saphire hast, gib mir Bescheid, dann kann ich die Maschine aktivieren. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt noch 2 Saphire. Ich glaube, ich kann die 5 anderen dabei da reingeben. Ich brauche noch 2 Saphire, glaube ich, dann kann ich, kann ich die Maschine, glaube ich, aktivieren. Okay, Leute, jetzt müssen wir irgendwie, glaube ich, mach demnächst vielleicht mal einen Livestream wieder. Dann können wir schauen, dass wir vielleicht irgendwie in der Mine, also in Livestream in der Mine, irgendwie Saphire suchen gehen oder so, weil wir brauchen genau 2 Saphire. Okay. Pass mal auf, sobald die Maschine aktiv ist, sehen sie das Signal. Also kann ich sie nicht so lange aktiv lassen. Hä? Warte mal, aktiv? Wenn ich drinnen bin oder was? Hä, warte mal. Pass aber auf, sobald die Maschine aktiv ist, sehen sie das Signal. Also kann ich sie. Ich glaube, mit sie meint er einfach die Leute. Die Leute, also die in der versteckten Galaxie, so wie es letzte Wissenschaftlerfolge gesagt hat. Ich glaube schon, oder? Pass auf, so, aktiv sind sie das Signal. Okay. Um sie wieder zu aktivieren, bräuchte ich 10 Rosit. Okay, 10 Rosit. Das Ding ist, warte mal, kann man sich aus Rosit irgendwas Gutes craften? Rosit. 8 Damage Wert. Rosit ist nicht zu teuer. Ich habe nämlich oben auch Rosit. Na, ich kann schauen. Okay, das ist klar. Schaust du die Rohstoffe so schnell wie möglich zusammenkrass, dass wir den großen Meteor noch aufhalten können? Warte mal, großen Meteor? Hä, ist schon großer eigentlich eingeschlagen? Der sich auch ausgebreitet hat da vorne. Alles klar. Und das wird nicht der einzige sein, den wir aufhalten können. Hä?
Warte mal. Kommt da noch irgendwie so eine... wenn wir noch zerbombt von den ganzen Meteoriten oder so? Hä? Das will ich nicht. Ich will nicht, dass wir irgendwie, dass die anderen leiden, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder weil der wie der Wissenschaftler gesagt hat, mich irgendwie, also der eine, wie er gesagt hat, dass irgendwie in einer unsichtbaren Galaxie oder so ist. Was gibt's noch so? Und das, also husch und schau, dass du die Rohstoffe so schnell wie möglich bekommst. Ich schau, dass ich die 2 Saphire bekomme und melde mich einfach dann wieder bei dir, okay? Ja, dann ciao, Villager, Wissenschaftler, Wissenlitscher, genau. Okay, aber alles klar, was hat er geschrieben? Auf Wiedersehen, okay. Alles klar. Das heißt, ich muss irgendwie das Saphire, die Saphire irgendwie, 2 Saphire brauche ich. Dann kann ich die Maschine so aktivieren. Nur ist halt das Ding, muss ich halt aufpassen, dass die, muss ich halt auch noch 10 Rosit bringen. Ich muss ganze Sachen noch mitnehmen. Von voriger Folge in der Mine. Hä, aber, das heißt, ich muss 10 Rosit und 2 Saphire bringen, weil 10 Rosit braucht er, dass die Dings wieder aktiviert. Maschine. Und hier, der Meteorpreis breitet sich immer mehr aus. Ich habe Angst, dass mehr Aliens kommen. Ich glaube, die spawnen einfach dort oder so. Okay, jetzt würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich sage jetzt das schon einen. Und, genau. Ich wollte noch was zeigen hier. Das zeige ich euch gleich. So. Und Gold ist auch wieder da. Jo, Meister. Mob Drops. So. Und, die Kupfercoin. Wo gebe ich die hin? Oh nein. Habe ich so ein Schwert hin? Ah, hier ist das drin. Oh, lol. Alles klar, okay. So. Wo sind die ganzen Coins hin? Warte mal, wo sind meine ganzen... Nee, die ganzen Coins sind da vorne, glaube ich. Hier? Ja, genau, hier sind Coins drin. Weiß ich, glaube ich, ich kann mir bei Fritz irgendwas kaufen, weil ich habe 7 Coins. Kann ich mal schauen. Red Heart. Ich kann auch demnächst, vielleicht nächste Folge schauen, dass ich hier irgendwie, Herzcontainer mache, weil ich habe noch Herzen oder so. Brauche ich aber Witherbone. Witherbone kriege ich aber, glaube ich, nur vom Dings. Es geht eigentlich easy. Witherbone, weil ich kann mal schauen, ob ich das jetzt vielleicht schaffe. Aber Witherbone können wir, glaube ich, noch nicht machen, weil Witherbone kriegen wir erst von Dings. Von der Nether. Aber ich kann mal schauen, dass ich hier vielleicht ein bisschen mit Bones das zusammencrafte. So ein paar Herzcontainer. Bam, 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 bam. Craft hier einfach gleich 4 oder so. Ich glaube, 4 würden reichen. Jetzt habe ich 4 Herzcontainer. Bom, bom, bam. Und hier habe ich auch noch Herzen. Das heißt, ich brauche noch so ein Magic Apple oder so. Denke ich. Oh, Magic Apple. Aber irgendwo habe ich euch den auch schon drinnen gehabt, oder? Irgendwo habe ich den schon mal gehabt. Ja, würde ich jetzt auch sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da für mehr. Und aktiviert die Glocke für mehr. Und aktiviert die Glocke für Agoli da scharf. Ich hoffe, euch hat hier die heutige Folge gefallen. Wie gesagt, einen Daumen nach oben geben für das saftige Unboxing hier mit den ganzen Totems. Seid, glaube ich, nicht so viel Glück gehabt. Also, vielleicht nächstes Mal, ja. Wünscht mir Glück, vielleicht beim nächsten Unboxing. Und, wir werden trotzdem coole Sachen bekommen, die neuen Lemonka und so. Und ja, lasst ein Like da, checkt die letzte Wissenschaftler-Folge ab und schreibt in die Kommentare, was eure Theorien sind bei den ganzen Aliens und so. Und ob die Latein sprechen oder nicht, weil ich habe keine Ahnung. Oder was für eine Theorie, oder schreibt Theorien für einen Wissenschaftler auf. Und checkt den zweiten Link in der Beschreibung ab für mein Community-Discord, Jome. Und wir sagen, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Und ciao!